Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schild. Seit ich das letzte Mal zum Spielen kam, ist ein bisschen Zeit vergangen. Und dazwischen habe ich natürlich nicht in der Story weitergemacht, weil die erleben wir gemeinsam. Aber stattdessen bin ich ein bisschen durch die Naturzone gelaufen und habe meinen Pokédex ein klein wenig vervollständigt. Ein paar Pokémon über Zaubertausch bekommen zum Beispiel. Das war auch echt mega spannend. Und ich habe an ein paar Raids teilgenommen, habe ein bisschen Watt gesammelt und ordentlich viel Kohle gemacht, wovon ich mir ein paar Klamotten gekauft habe. Aber trotzdem gefällt mir mein Outfit unheimlich gut, deshalb bin ich jetzt erstmal genauso geblieben, wie ich war, mit dem schicken Oberteil von der Wasserarena, meiner verwaschenen Jeans und den sandfarbenen Stiefeln. Ich mag, wie ich ausschaue. Und ich habe meine Augenfarbe geändert, weil ich irgendwie vollkommen vergessen habe, dass das geht. Und ja, jetzt habe ich grün-türkise Augen. Nur so als Info. Blinzel, blinzel, blinzel. So, ich muss bei mir nochmal die Musik ein ganz kleines bisschen leiser stellen, damit ich nicht das Gefühl habe, schreien zu müssen. Und kann ich nochmal zeigen, wie mein Pokémon bei Pokémon nun aussieht, mein Team nun aussieht. Also 40, aber das ist nichts Neues. Dann habe ich Evoli, ein japanisches Evoli bekommen. Und ich finde es super niedlich. Das werden wir zu Glaziola entwickeln. Das ist zumindest der Plan. Dann haben wir ein Galaponita. Und das heißt Riku. Und das ist noch Level 7. Also noch ganz klein. Wir müssen ganz vorsichtig mit ihm sein, damit es uns später auch mag. Dann haben wir noch Katsuki und ich habe tatsächlich sogar durch ein paar Pokéjobs, die ich auch zwischendurch gemacht habe, weil wenn ich nicht spielen kann, dann, naja, kann ich zumindest die Pokémon auf einen Job schicken. Und da habe ich, glaube ich, einen Feuerstein bekommen. Das bedeutet, wir werden ein Akani haben. Endlich, Katsuki wird zu einem Akani. Richtig schön. Und dann haben wir, das sollte Toxel heißen. Bericht. Es hat einen japanischen Namen. Name Toxel, genau. Und das habe ich auch über einen Zaubertausch bekommen, wie ihr hier sehen können, mit den Markierungen. Und ich habe mir sagen lassen, wenn diese Markierungen dabei sind, dann ist das hier wohl bei den Werten ganz gut. Und ja, das freut mich total. Später werde ich übrigens Evoli und Toxel dann nochmal versuchen, selbst zu züchten, wenn ich diese Werte einsehen kann. Weil ich das doch irgendwie ganz gerne eigentlich selber benennen würde, aber es leider nicht machen kann. Dann ansonsten haben wir noch Knackleon, den habe ich Sora genannt und das wird später zu einem, ich glaube, wie Brava, weil wir noch einen Drachen mit dabei haben wollten. Ja, das sieht soweit so aus, mein Team. Ich habe eigentlich gehört, dass man hier wohl ein Namen ändern kann, aber also auch von getauschten Pokémon kann man ändern. Allerdings weiß ich nicht, wie das gehen soll. Pokémon-Erinnerung. Okay, Erinnerungen, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ich bin gerade sehr gespannt, was das denn ist. Ich möchte mal Evolis Erinnerungen haben. Als Evoli in einer Box war, das ist übrigens das japanische Zeichen für Eevee, also Evoli, das habe ich über meinen Google-Übersetzer erfahren. Als Eevee in einer Box war, hat es eine besonders coole Pose für die Attacke Tackle geübt, damit es von, was weiß ich, gelobt wird. Es erinnert sich ergriffen daran zurück, wie gut es gelaunt war. Evoli hat auch Erinnerungen an die Zeit, bevor es dich getroffen hat. Also, das macht keinen Sinn. Okay. Ich habe mich verlesen. Sie war mit mir Klamotten shoppen. Es erinnert sich daran, wie nervös es war. Ach, ist das niedlich. Süß. Aber ich hätte halt gerne den Namen bewertet. Aber dann sagt er mir, dass es ein fantastischer Spitzname ist. Und deshalb, ich kann es halt irgendwie nicht umbenennen. Und hier das kleine Toxel vielleicht. Vermutlich auch nicht. Nee, also das mit, man kann den Pokémon einmalig einen neuen Namen geben, das halte ich leider für ein Gerücht.
aber trotzdem, ja, ich werde es später nochmal züchten und dann, ja, ziehe ich mir mein eigenes Team heran, wo ich auch die Originaltrainerin bin. Okay, dann wollen wir doch mal... Oh, ich habe den anderen Controller, da ist das Plus ein bisschen anders. Wir fliegen jetzt nach Passbeck. Oh, hier. Denn es geht endlich weiter. Ich habe übrigens nicht gegoogelt, wie man ein Glaciola bekommt. Gibt es einen Eisstein oder so? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich das ganz kurz nochmal machen. Und dann weiß ich Bescheid. Glaciola. Oh, sie ist so hübsch, nicht wahr? So, Glaciola, Evolution, Wasserstein, Donnerstein, Feuerstein, Freundschaft, Freundschaft, Moosfelsen, Eisfelsen, Eisstein. Es gibt tatsächlich einen Eisstein, okay, Wutanfallsee kann man das bekommen, okay, ja gut, ich meine, wir könnten da ja ruhig mal gucken eigentlich, oder? Denke ich mir so. Wollen wir erstmal Glaciola entwickeln, bevor wir weiterspielen? Weil das wäre voll schön. Ich habe so Lust auf ein Eis-Pokémon. Und dann wäre Evoli schon so weit. Ah, ich muss ja gar nicht Fliegen einsetzen. Das ist ja Unsinn. Okay, von Passbeck fliegen wir jetzt erstmal zurück nach Claw City. Übrigens finde ich, dass Claw City tatsächlich ja einen englischen Namen hat, aber im Englischen original ganz anders heißt. Ich glaube, es heißt Hammerrock oder sowas oder Hammerbrook oder irgendwie, nicht, ich glaube Hammerrock war das. Und da frage ich mich so, oh, ach du meine Güte, was ist hier denn für ein Sandsturm los? Ach du meine Güte. Oh, jetzt hätte ich mir mal eine Brille aufziehen sollen. Oh je, oh, ist ja gruselig. Auf jeden Fall, da frage ich mich, warum haben sie denn Claw City einen englischen Namen gegeben, wenn es doch schon einen englischen Namen hatte. Wie kann ich helfen? Nee, doch, vielleicht der Wattladen hier. Knuddler... Wie wir sehen, haben wir auch richtig viel Watt jetzt mittlerweile. Oder was heißt richtig viel? Aber auf jeden Fall eine Menge Watt. Zutaten im Angebot brauche ich eigentlich gerade auch nicht alles. So, weil wir halt an deiner Raids teilgenommen haben und das sogar relativ gezielt. Und wir haben einen Hyperball bekommen. Oh, hatten wir schon mal einen Hyperball oder ist das unser erster? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, ich könnte auch fahren. Oh, hier blinkt auch irgendwas. Oh, na gut, okay. Wir fahren erstmal weiter. So sieht man ja echt gar nichts. Ach du meine Güte. Aber ich liebe diese irische Musik. Hut des Giganten, Naturzone. Das ist schon die richtige Richtung. Ah, hier ist wieder ein Item. Ein Bündel Vitalkraut. Ich glaube, das war das Bittere, was wir nicht haben wollen. Also ich zumindest nicht. Hallo. Was verkaufst du denn? Staffette Drachenklaue. Oh, ist schon ganz cool. 3000 Watt. Body Slam. Ist jetzt schon ganz schnieke, aber TP waren, glaube ich, die man nur einmal einsetzen konnte. Eisstrahl! Ja, 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 ja! Yay, dankeschön! Ich liebe halt einfach Eisstrahl. Das ist eine meiner Favorite-Attacken überhaupt. Oh nein! Jetzt sag bloß, ich komme nur zum Wutanfallsee, wenn ich Surfer einsetze. Oh nein! Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Wutanfallsee. Oh, Tatsache, wir können einen Eisstein nur durch den Wutanfallsee bekommen. Oh. Ja, Mensch, das können wir auf jeden Fall leider noch nicht, weil wir noch nicht übers Wasser kommen. Na gut, dann war das eine blöde Idee. Zurück nach Passbeck City. Passbeck, einfach nur Passbeck. Juhu. Wusch, wusch. Ach, stimmt. Hallo, erstmal. Oh, ja, ich bin beim Fahrrad erstmal in den Laden reingefahren. Entschuldigung. War das richtig hier? Nee.
wir wollten rausgehen. Ich bin ein bisschen desorientiert. Und dann gehen wir in unsere Beutel und gucken mal, ob wir hier einen... Okay, also wir haben... Lass mich kurz gucken. Schutz, Sonderbonbon, EP-Bonus. Ich könnte eigentlich diese EP-Bonbons mal einsetzen. Afriku! Leveled. Konfusion! Ich kann sogar mehrere Bonbons geben. Wow, cool. Ja, wir machen mal ein XS. Einsetzen. Kann ich auch mehrere? Nee, kann ich wohl nicht. Ach doch, ach. Gerade. Ach da, okay. Achso, also man braucht 8, um so viel zu bekommen wie ein S. Das heißt, ja gut. 8, 16, wenn wir mal 32 oder so, dann haben wir ja. Ah, es levelt. Feenbrise, okay. Mal gucken. Ja, was kann denn Feenbrise? Oh, es ist eine Attacke tatsächlich. Dann vergisst du mal bitte Rutenschlag. Und ich glaube, Feuer hat sich Ponita, soweit ich weiß, eigentlich durch einen Feuerstein entwickelt. Kann das sein? Weil ich wüsste unheimlich gerne, wie sich jetzt das Galar-Ponita entwickelt. Mal sehen. Ne, Level 40 tatsächlich. Mit Level 40 entwickelt sich dann unser Ponita. Sehr schön. So, auf welches Pokémon anwenden? Nee, den hier nicht. Dann, okay, Dynamax-Bonbon. Ein Bonbon, das voller Energie steckt. Beim Verzehr steigt das Dynamax-Level um ins Pokémon eine an. Das könnte ich halt auf Inteleon jetzt machen, ne? Dann machen wir mal 6 Stück. Ich weiß auch nicht. Macht man das so? Oder 7? Machen wir 7. Cool. Jetzt ist er besser geworden. Das ging sehr leicht. Das sparen wir uns einfach mal alles. Silberstaub. Ach so, versteckte Attacken. Ewigständiges Entwicklungsstopp. Seidenschalen normal. Achso, man könnte das auch nochmal sortieren natürlich, ne? Naja. Wechselhülle. Halsspray. Ah, okay, Lärm-Pokémon. Okay. Oh, Zauberwasser war ja das. Ja, genau. Wasserstein wäre anwendbar. Der Fokus wird Superschutz, Muskelband, Sanftglocke, Sanftglocke. Oh, macht ihn zutraulicher. Das geben wir jetzt. Cool. So. So gefällt mir das. Lichtlehm. Epibomom M. Oh, ein Feuerstein, ein Feuerstein. Den haben wir. Okay, einen Donnerstein haben wir, einen Leichtstein. Okay, das ist schon interessant jedenfalls. Aber wir haben auf jeden Fall auch beim Dingens, auch beim Job leider keinen Eisstein bekommen. Aber dafür wenden wir jetzt den Feuerstein an. Auf Katski! Wir bekommen einen Akali! Katski entwickelt sich! Ich hatte noch nie ein Arcani, weil ich hatte ja Pokémon Blau damals und in den anderen hatte ich irgendwie einfach kein Arcani. Ich weiß auch nicht, vielleicht gab es das da auch nicht oder so, aber auf jeden Fall, ich hatte Blau und da gab es kein Arcani und ich habe Arcani immer geliebt. Legendär-Pokémon. Oh yes, das glaube ich aber auch. Es wiegt 155 Kilo auf 1,90 Meter. Dieses spezielle Pokémon verzaubert die Menschen seit Urzeiten mit seiner Schönheit. Ja, du bist das schönste Arcani der ganzen Welt. Obendrein ist es schnell und sehr wendig. Oh. Turbo-Tempo. Na gut, das können wir ja mal gucken hier. Normalattacke, okay. Extrem schnell und kraftvolle Erstschlagattacke. Ja, das finde ich sogar besser als Heimzahlung. 1, 2 und schwupp. Turbo-Tempo. Yay. Richtig, richtig cool. Ja, ich bin auf jeden Fall super mega happy. Jetzt haben wir unser Arcani und unser Team nimmt langsam Gestalt an. Haben wir mit denen schon geredet? Die antike... in ihren Bann gezogen, woran das wohl liegen mag.
Und die Wandmalereien der antiken Städte bringt uns etliche Touristen in die Stadt. Das machen wir uns jetzt schon eine ganze Weile lang zunutze. Ja, das glaube ich. Oh, okay. Ist ja cool, wie das hier alles aufgebaut ist. Ich liebe das Design hier mit den Märkten und so. Was es hier nicht alles gibt. Ich erkenne es nicht mal wirklich. Kann ich ja auch zoomen? Nein, das kann ich leider nicht. Oh, wow. Die Stoffe sehen auch toll aus. Und das Obst und die Mango. Die Bananen. Oh, wow. Das Pokémon von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt. Naja, es ist halt einfach ein bisschen... Ja, ein bisschen... Süß. Einfach nur niedlich. Madaka, Madaka. Hi. Kamba, Kamba. Ah. Heißt es Maraka? Ich kenne das Pokémon nicht. Aber es sieht knuffig aus. Mit den kleinen Blüten. Und es guckt so süß. Hallo. Willkommen. Interesse an unseren einzigartigen Waren. Okay, Angebot von heute. Ein Stück Holzkohle. Ja, es ist verstärkt, glaube ich, Feuerattacken, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Ein Item zum Tragen. Ein Brennstoff, der Attacken vom Typ Feuer verstärkt. Was ist denn das morgige Angebot? Wenn alles glatt läuft, habe ich das nächste Mal einen Bandsticker im Angebot. Okay, dankeschön. Willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich es dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich einen Mini-Pilz und würde dafür 2000 zahlen. Wir haben gerade leider alle verkauft. Ach Mensch. Was ist das denn? Das ist ja großartig. Hey, wo ist eigentlich dein Mund? Oh, das ist eine berechtigte Frage bei diesem Pokémon. Aber ich liebe es sehr. Spielt ruhig mit Bronzong. Oh, und diese... Oh mein Gott, die Fähnchen sind so schön. Und ich liebe es, dass hier Wäsche hängt. Und... Oh, es ist einfach so wunderschön. Also ich glaube, ich liebe Passback extrem. Es ist einfach nur super cool. Oh, da liegt was in der Ecke. Nanu? Zwei Kapseln X Spezialangriff. Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll. Schließlich bekommt man sie nur hier. Okay. Hier gibt es wirklich ziemlich coole Sachen zu kaufen, aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir herum. Na gut, das war die Backpackerin. Das macht Sinn, dass sie sich nicht so vollladen möchte. Ich werde jetzt erstmal mit der Holzkohle liebäugeln und sie Katzki geben. Ja, ich möchte das Münzamulett jetzt austauschen. Ah! Hatten wir auch was für Eisattacken, dass es einfach nur Eisattacken verstärkt hat? Dann hätte ich das ja schon mal Evoli geben können, aber naja, bis es soweit ist, kann Evoli den Seidenschal tragen. Und dann Giftattacken. Haben wir was für Giftattacken? Ah, Elektroattacken. Das ist genauso gut. Hier, Toxe, du bekommst das. Und dann hatten wir doch bestimmt noch Attacken vom Typ Boden. Hier, bitteschön, Sora, du bekommst den Pudersand. Ach, ist das süß. Oh, und was machen die hier? Ich will Bronzong als Hut tragen. Und du möchtest? Kannst du es wirklich regnen lassen, Bronzong? Oh, hallo? Klopp, klopp. Oh, man kann hier wirklich regnen. Das kam unerwartet. Oh, selbst hier drin. Oh mein Gott, die Wände sehen total gut aus. Oh, wow. Und ein Mülleimer, ein wunderschöner Teppich. Sie sollten sich über eine Couch Gedanken machen. Excuse me, wollen Sie sich eine Couch kaufen? Das ist gemütlicher. Oh, die Säcke hier sind auch schön. Oh, das hat alles so einen schönen Stil. Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hohe und zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben. Hallo, Omi. Achso, das hat mir nicht der Ofen gesagt, das hat mir die Omi gesagt. Und sie sagt mir, jetzt rühre ich links, jetzt rühre ich rechts. Ich pass auf, dass nichts anbrennt und nichts kleckst. Das mit dem Metrum üben wir nochmal, aber es war süß. Oh. Hier, guck mal. Geheimes Treffen der Dick da. Dick, Dick, da. Ist es Dick da, das da am Eingang steht? Ist es Dick da, das dir den Kopf verdreht? Hi, Dick da. Hallo, Kleines. Werdet ihr dann zu, Dick Dri?
Oh mein Gott, sie werden wirklich zu Dickdri. Das wäre auch jetzt erst aufgefallen, wenn ein Scherz Realität wird. Wow. Geile Sache. Und ich kann... Die Felder hier sind ja mega cool. Sind es Reisfelder bestimmt? Oder aber wächst Reis hier? Sieht nicht so aus, aber auf jeden Fall sind diese Terrassen hier mega cool. Oh, diese Wellblechdächer. Es ist einfach so ultra cool. Und hier sitzt sogar einer. Und ich kann auf Hop runtergucken. Hallo Hop, hörst du mich? Siehst du mich? Hallo? Er hört mich nicht. Schade. Aber das ist cool. Oh, hat es ja auch gerade geglitzert oder war das nur da hinten? Es war nur da hinten. Hallo? Hast du schon viele Maracamba gefangen? Würdest du vielleicht eins gegen mein Bämon tauschen? Ich habe leider keinen Maracamba. Entschuldige. Glaube ich zumindest. Kann man im Pokédex suchen? Weil ich habe halt viele Pokémon per Zaubertausch bekommen. Habitat sortieren, Bewertung zurück. Nein. Ich könnte es sortieren nach Alphabet. Und dann kann ich auf M wie Maracamba gehen. H-J-K-L-M. Mara. Ma. Maracabaya. Nein, doch, nein, nein. Habe ich nicht gesehen, aber leider nicht gefangen. Ja, so sieht's aus. Mensch, leider nicht. Eines Tages tauschen wir. Eines Tages. Wir nehmen jetzt erstmal das hier mit. Der Metallmantel kann Attacken vom Typ Stahl verstärken. Nicht schlecht. Oh, oh mein Gott, man kann schon da vorne die Arena sehen. Hallo, siehst du mich? Ich bin hier auf den Dächern. Und hier haben wir eine TM Giftschock. Wow, das klingt echt gut. Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark wie die Ziele. Okay, dann, nee, Quatsch. Ach, bei den Pokémon gucke ich doch nicht. Unsinn. Wir gucken hier, genau. Aber wir sortieren die jetzt erstmal nach der Nummer. Jetzt ist fein säuberlich alles nach Nummer sortiert. Nadelrakete, Zauberblatt, Donnerwelle, Schaufler. Also Akani könnte Schaufler erlernen, das ist interessant. Grimasse mag ich nicht so sehr. Whirlpool brauchen wir nicht. Irrlicht, das verbrennt ja dann. Es hat aber keine Stärke. Ich mag mehr Attacken, die halt auch stark sind. Sandgrab kann Sora auch schon direkt. Gegenstoß, Giftschock. Oh, schade. Mein Toxel kann leider keinen Giftschock erlernen. Das ist schade. Voltwechsel kann es auch nicht erlernen. Dampfwalze. Oh, das ist halt eine Bodenattacke von Typ Feuer. Das ist interessant auf jeden Fall. Elektronetz, Wirbler, Eisstrahl. Oh, er kann sogar Eisstrahl erlernen. Aber das möchte ich mir für Glaciola aufheben. Amnesie, Blutsauger, Triplette, Ausdauer, mag ich nicht so gern. Feuerfeger, Laubklinge, Drachentanz, Samenbombe. Ich habe leider kein Pflanzen-Pokémon im Team, ist mir gerade aufgefallen. Das fehlt eigentlich. Tatsächlich Drachenpuls. Oh mein Gott. Katski kann eine Drachenattacke lernen? Was? Das ist ja unfassbar. Okay, du sollst bitte vergessen. Mal sehen, du hast halt hier Flammenrad. Du hast Biss und Knirscher. Aber Knirscher ist stärker. Dann verlernst du Biss für Drachenpuls. Dass du eine Drachenattacke lernen kann, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja grandios. Sturz, nichts, Eisenschädel, eine Stahlattacke. Katski, was kannst du alles? Überrascht mich. Geile Sache. Tarnsteine, Ramboss ist auch eine Stahlattacke. Okay. Brandstempel. Je schwerer der Anwender im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker ist die Attacke. Rempelattacke. Okay, mit brennendem Körper. Aber Katski brennt an sich ja nicht. Er ist nur warm. Oh mein Gott, Katski kann Knuddler erlernen. Was? Was? Das ist ultra krass niedlich. Ich meine, dann haut er halt einfach Knuddler raus, ne? Das ist halt, das ist super süß. Das ist unglaublich süß. Also ich guck mal, ob ich noch irgendwas, Pferdestärke.
Mit einer heftigen Ganzkörperattacke könnte Riku auch lernen. Ich meine, Pferdestärke wäre ja so naheliegend, ne? Könnte der nicht noch irgendwas Cooles erlernen? Ausdauer ist nicht so cool. Riku? Riku kann... nein, Sternschauer. Sternschauer ist nicht so cool. Okay. Ja gut, das ist ja schon ziemlich cool, ne? Also ich könnte Riku ja Pferdestärke beibringen, aber... Oder Knuddler. Boah, ist das süß. Ich muss mich unbedingt nochmal über den Typ Fee erkundigen. So, weil ich habe keine Ahnung, gegen was das stark ist. Knuddler, ja. Okay, ich habe aber schon Feenbrise als Attacke, ne? Dann sparen wir uns das nochmal auf. Ja, ich möchte das jetzt gerade noch nicht lernen. Wir warten nochmal, der ist erst Level 17, wir wissen noch gar nicht, was er alles lernt oder was sie alles lernt. Also, nein, eigentlich eher Riku, aber ja. So, jedenfalls hat sich das total gelohnt und es ist wunderschön hier oben. Ich raste aus und dann ist noch ein Wasserfall. Oh, ist das cool? Guck, ich kann die Fenster reingucken. Richtig, richtig, richtig schön. Ich bin extrem geflasht. Und wir haben eigentlich keine andere Richtung, in die wir gehen könnten. Außer zu Hopp. Hallo Hopp, schön, dass wir uns hier wieder treffen. Hey Jerelea. Wegen eben nochmal. Ich will nicht, dass Delians Ruf nur wegen mir einen Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Oh, mach dir nicht so viele Gedanken, Hopp. Das hat überhaupt nichts mit ihm oder mit dir zu tun. Jeder verliert mal einen Kampf. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen? Dann kann ich ein paar davon ausprobieren. Ja, klar. Klar, also wenn dir das hilft, dann können wir auf jeden Fall gegeneinander kämpfen. Aber Hopp, bitte sei nicht so enttäuscht, okay? Urgel. Ach, das ist ja auch ein Wasser-Pokémon. Mir ist gerade aufgefallen, dass mein einziges Pokémon Level 40 gerade Italien ist. Shit. Scheiße. Ja, wir setzen mal Sternschauer ein, denn wir kämpfen gegen ein Wasser-Pokémon. Ich sollte den Teleon auch ein bisschen besser aufstellen, habe ich festgestellt. Ah, er taucht unter. Ja, wir setzen einfach nochmal Sternschauer ein, weil wir müssen ja irgendetwas einsetzen. Oh, ich hatte so ein X-Verteidiger. Das ist die Gelegenheit bei solchen Attacken, um so eine X-Attacke einzusetzen. Er hat einen Fisch im Mund. Was? Das war ja dieses eine Pokémon, das er da immer frisst, ne? Ich glaube es nicht. Und jetzt hat er den Fisch. Oh. Der hat mich gefischslappt. Was? Er hat mich gefischslappt. Ich glaube es nicht. Das kann doch nicht angehen. Goddamn. Wir gucken mal. Haben an X-Angriff, Angriff Plus und X-Spezialangriff. Ja, wir machen mal X-Spezialangriff, würde ich mal schätzen. Ich glaube nämlich, dass Wasserattacken Spezialangriffsattacken sind, aber ich müsste das nochmal gucken halt. So, Spezialangriff steigt. Setz doch ein. Es hat ein Pikachu. Ich glaube es nicht. Es hat ein Pikachu-Stapel. Ich kann nicht mehr. Ich raste aus. Ich raste so aus. Übrigens, ja, das hier sind alles. Das ist noch eine ja, physische Attacke, aber der Rest ist alles Spezialangriff. Glaube ich zumindest, dass man so sehen kann. Jedenfalls machen wir ihn. Oh, er setzt jetzt schon einen Supertrank ein? Mich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber ich habe ja jetzt auch, ja, genau, das macht mit, nämlich Spezialangriff. Das ist schon heftig. Es lebt noch? Nein. Aber es hat das Pikachu trotzdem auf mich geschleudert? Was? Was? Ich komme gerade nicht mehr. Oh toll, Salanga. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich wollte tatsächlich eigentlich genau das Gegenteil machen. Ah ja, stimmt, das Schlangen-Pokémon. Ich erinnere mich. Dann machen wir jetzt mal Wassersäulen.
gespannt, wie stark das ist. Oh, ach so, es ist ein Boden-Pokémon. Ah, klar versucht jeder, eine sehr effektive Attacke einzusetzen, wenn er die Chance dazu hat. Oh, Katsuki hat Level Up erreicht und Riku auch. Super cool. Ich möchte auf jeden Fall das Pokémon wechseln, weil Toxa ist unter anderem Elektro. Das weiß ich ja von meinem eigenen kleinen Schatz. Auf geht's, Arcani. Dein erster Kampf als kleines, großes Arcani. Ich bin so stolz auf dich. Vielleicht ist es ein bisschen unfair. So die Größenverhältnisse halt, ne? So, Knirscher, Turbo-Tempo, Drachenpuls. Drachenpuls machen wir. Ah, es ist so cool. Warum ist es so unglaublich cool? Trashpflege. Hey, hey, hallo? Autsch. Du hast mich gehauen. Im wahrsten Sinne. Hier, Turbo-Tempo, bevor du irgendwas tun kannst. Zack, zack, zack. Pow, pow. Ha, fertig gemacht. Super gemacht, Katsuki. Ich bin paralysiert. Aber ich bin stolz auf dich. Und Kikalu, weiß nicht, haben wir nochmal irgendwas, was Wasserattacken kann? Puh. Was kann der eigentlich alles? Wir können ja Sora mal einsetzen und einfach mal gucken, was passiert. Also, nur mal so als Test, als reiner, grober Test. Um zu gewinnen wird die, zu gewinnen wird jetzt schwierig. Egal, Augen zu und durch. Weil ich glaube, Feuerattacken sind gegen Boden schlecht. Ich weiß aber nicht, wie Boden gegen Kampf ist. Ich glaube, gut. Okay, wir machen mal die Dampfwalze, weil es ist einfach cool. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unsere heiß lodernde Feuerkraft. Nitrolado. Oh, au, au, au. Los, Sora, Dampfwalze. Sehr gut gemacht. Zumindest bin ich stolz auf dich und du hast alles gegeben. Sieg wirst, weil... ja, wir setzen nochmal irgendwie was Schönes ein, wie... Puh, du brauchst ja 50 KP ungefähr oder 43, ja gut. Füllt 60 auf. Hypertrank, nö. 50, ich setze ein Sprudel bei dir ein. Ich hoffe, das tut dir gut. Hier, Sora, bitteschön. Ich hoffe, du wirst nicht besiegt und hältst jetzt zwei Angriffe, obwohl das macht ja irgendwie... Ah, Agilität, ja gut. Kikalu ist aber auch irgendwie ganz schön süß, finde ich. Also es ist schon echt niedlich. Mal sehen, Stärke 35, 4 bis 5 Runden. Ja, Sandgrab ist irgendwie doch nicht so cool, wie ich dachte. Ich weiß auch nicht. Ja. Schaufler oder wir machen einfach die Dampfwalze, würde ich sagen. Wir machen einfach Dampfwalze. Oh, Kanon. Oh, ist zum Glück nicht so stark. Triff! Yay! Wir haben Kikalo besiegt! Sora, du bist der Beste! Ich bin stolz auf dich! Mami liebt dich! Wupp, wupp, wupp! Sora erreicht Level 31 und das richtig verdient. Und Evoli versucht Biss zu erlernen. Wir können ja mal gucken. Ich glaube, es war gar nicht so schlecht. Ich stehe halt nicht so auf Heuler und Rutenschlag und so. Ich weiß nicht, ob irgendein Mensch auf der Welt es einsetzt. Ich nicht! Sehr gut. Riku erreicht Level 20. Agilität. Nee, ich stehe nicht auf Agilität. Ich finde das nicht so cool irgendwie. Also ich bin halt mehr so die Offensivspielerin. Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon und Attacken auswählen. Oh, Schatz. Mensch. Du musst auch nicht deprimiert sein. Oh, Toxin entwickelt sich jetzt schon? Ja! Ich liebe nämlich diese Entwicklung. Es ist so cool. Von seiner Brust rum, aber... Reflex! Richtig cool. Punk-Pokémon, Elektro-Gift. Ich habe es noch nie gesehen. Die Tiefform. Okay. Wenn es mit speziellen Organen in seiner Brust Elektrizität erzeugt, erklingt dabei Geräusche, ich kann nicht lesen, die an eine Bassgitarre erinnern. Versucht Funkensprung zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Funkensprung ersetzt werden? Ja, unbedingt.
Aber was habe ich denn hier alles? Mal sehen. Stahl, aber das ist halt nicht so cool. Aber es kann Stahlattacken, das ist interessant. Ja, Metallsound vergessen und Funkensprung erlernt. Das ist richtig cool. Ich freue mich. So, Hopp, was sagen wir denn jetzt? Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Ich habe es gemerkt, das war schon ziemlich cool. Hat es irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Nein, das bist du nicht. Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch sein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze übermachen. Das macht doch keiner, Hopp. Kein Mensch würde das tun. Ich muss viel mehr herumexperimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Nein, Hopp, du musst zu dir selber finden. Ich meine, okay, dann mach Experimente, aber finde bitte dein Team. Ich werde mein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganzen, ganz persönlichen Stärke als Trainer über sich selbst hinauswächst. Okay, das ist schon ein schönes Ziel. Versuch es einfach, Hopp, okay? Versuch es einfach. Oh, Popella, woher kommst du denn? Du bist creepy. Die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man sich und seine Pokémon für sich und seine Pokémon kämpfen. Niemanden sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei. Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Du erhältst die Ligakarte von Nio. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Ich liebe diese alte Frau. Sie ist mega. Sie ist einfach richtig cool. Sie ist toll. Ich finde die super. So, wir haben gegen Hopp gekämpft. Wir haben Arcani bekommen. Und ja, können uns jetzt als nächstes der Arena stellen. Ich stelle mich hier schon mal vor das Pokémon Center, denn wir werden unsere Pokémon heilen, bevor es weitergeht. Aber danke auf jeden Fall fürs Zugucken und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.